herrlich. Schön ist wie in so einer Klamm hier, also immer dieser Fluss hier da und Holzbrücken, echt toll Weg. Geht auch ganz schön hoch manchmal, aber das kann man schon schaffen. So, jetzt Päuschen machen. Fast 2 Stunden sind wir hochgegangen, ist echt anstrengend, aber die Jungs sind tapfer und hier ist ein richtig cooler Platz zum Abhängen. Einfach Traumweg. Dann wird es aufgefüllt. Ja, voll. Gut. Ja! Wow, traumhaft schön, wir sind da. Ich muss noch ein bisschen die Wolken beobachten, weil Gewitter angesagt sind. Nicht, dass wir dann oben hängen, wenn es zu spät ist, weil es geht ja relativ schnell. Und ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee, wir machen jetzt Pause, haben uns aufgebaut da, auf dieser Decke. Also ich muss sagen, der Weg ist so richtig perfekt gewesen. Mal steiler, mal anstrengender. Und mal wieder total flach, also Wasser immer an der Seite, man hätte gar nichts am Wasser mitnehmen müssen, da hätte man die ganze Zeit eben seine Flasche auffüllen können. Echt bombig, hier komme ich auf jeden Fall nochmal her. Aus der Bushcraft-Technik, oder Bushcraft-Technik ist hier oben echt hammergeil. Da ist wieder so ein Paraglider, kann man natürlich jetzt hier nicht so sehen. Der sieht euch nicht, Jungs, der ist zu weit oben. Ja. Oder so, ja. Naja, auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt auf eine Tasse Kaffee. Echt super Tag heute. So, kleines Panoramabild. Prost, Freunde. Ah, tut das gut. Tut das gut, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und die herrliche Gegend dazu, gell? So schön es auch ist, aber es ist leider schon 16.22 Uhr, sprich 16:30. Sollten wir langsam runtergehen, 2 Stunden gut müssen wir laufen. Na, wird langsam Zeit. Ja, da kommt wieder das Gefühl, so wie bei mir das Buschkraften eigentlich angefangen hat, so mit dem Tarp draußen liegen zu wollen, weil ich auf den Bergen nicht nach Hause wollte. Ich hatte einfach keinen Bock, das ist so herrlich hier oben, so frei. Gesundheit. Bisschen außer Atem, sind wir ganz hoch auf den höchsten Punkt hier gegangen, also von der Alm. Auf der anderen Seite geht es natürlich noch höher. Auf jeden Fall sieht man da unten unseren Platz. Und hier ist die Matte, unser Pausenplatz. So schaut es hier oben aus. Ja. So, ihr Lieben, der Tag ist gelaufen. Kurz vor 6, wir gehen noch weiter runter. Gerade ein bisschen erfrischen noch am Wasser und das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.